Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Eine weitere Sondersendung aus Berlin-Lichtenberg von der Gedenkveranstaltung zu Ehren von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Wir haben bereits darüber gesprochen. Rosa Luxemburg hat ja in der Schweiz studiert, in Zürich. Sie hat dort Spuren hinterlassen als brillante Studentin. Wir haben andere bedeutende Sozialisten und auch Anarchisten in der Schweiz gehabt. Denken wir an Bakunin, denken wir an Lenin, denken wir an viele Exponenten. Und jetzt bin ich an dieser Gedenkveranstaltung auf einen jungen Mann gestoßen, der mich gleich fasziniert hat, weil er nur schon von seiner ganzen äußeren Aufmachung her sozusagen wie ein Mensch aus einer anderen Zeit, vielleicht kann man das so sagen, hier dasteht. Ich habe mir erlaubt, ihn anzusprechen und er hat sich freundlicherweise bereit erklärt, ein paar Fragen zu beantworten. Und Sie sehen es gleich. Bitte, wenn Sie sich kurz vorstellen wollen, wie weit auch immer, Sie sind Exponent einer, wenn ich das richtig verstanden habe, leninistischen Partei hier in Deutschland, stammen allerdings aus Bayern, eine interessante Kombination. Ja, können Sie sich kurz positionieren für unsere Zuschauer? Natürlich. Also nicht nur eine leninistische Partei, sondern eine marxistische-leninistische Partei. Wir sind für den echten Sozialismus, also dass eben die Diktatur des Proletariats entsteht. Wir leben nämlich heutzutage im Kapitalismus unter einer Diktatur des internationalen Finanzkapitals. Das heißt, Konzerne haben die Macht über unsere Politik. Also die momentanen Regierungen, die sind nicht wirklich an der Macht, sondern sind die Dienstleister der Konzerne. Das heißt, wenn zum Beispiel die Automobilindustrie, das haben wir ja die letzten zwei Jahre auch bemerkt, mit der E-Auto-Manufaktur, als sozusagen die Regierung umschwenken wollte auf pure E-Manufaktur, dass dann die Automobilkonzerne Veto eingelegt haben und eben dieser Verbrennerausstieg nach hinten gedrückt wurde. Das heißt, die Konzerne haben eine unglaubliche Macht auch auf unsere Politik, aber auch auf unser aller Leben, weil Marx hat auch schon im Kapital das korrekt analysiert, dass der Mehrwert, der durch die Proleten, also durch die Arbeiter, eigentlich die Masse der Menschheit, Menschen in einem Land geschaffen wird, vom Kapitalisten angeeignet wird. Und dadurch haben sie einen unglaublichen Reichtum und ein unglaubliches luxuriöses Leben, das sie leisten können, während die Riesenlasten, die Kriegslasten, jetzt international oder national, auf die Arbeiter abgetragen werden. Wie sind Sie als Bayer, ein sehr bürgerliches Bundesland, CSU, jetzt da die Freien Wähler und so weiter, es gibt schon auch Linke, wir haben auch eine SPD dort. Wie sind Sie ausgerechnet aus Bayern auf den Leninismus gekommen? Und Sie müssen da noch etwas zu Ihrem Mantel sagen, der ja bemerkenswert ist, wo Sie den her haben, was das ist. Aber wie sind Sie in Bayern auf den Leninismus gekommen? Marxismus-Leninismus, Entschuldigung. Danke. Um ja schon mal auf den Mantel ansprechen zu können, also das Chanel, das ist ein bulgarisches Chanel 1980, ich habe es mir aus dem Internet geholt. Das hat einen witzigen Hintergrund. Ich habe auch hier eine schwedische Feldjacke aus dem Zweiten Weltkrieg. Die wurde mir geschenkt von meinem besten Freund. Und altertümliche Kleidung hat mir dann, also was heißt altertümlich, eigentlich ist es auch modern. Ein ewiger Klassiker. Kann man auch so sehen. Die Qualitäten von dieser Kleidung sind deutlich anders, wie heutzutage Jacken und so weiter hergestellt werden. Gefallen mir auch besser, halten mich auch besser warm jetzt in diesem eher frostigen Wetter, verregneten Wetter daher. Ja. Und eben Marxismus, Leninismus in Bayern, das müssen Sie erzählen. Wie sind Sie darauf gekommen? Wie haben Ihre bayerischen Landsleute darauf reagiert? Ja, also wie gesagt, Bayern, CSU, unter Söder, Aiwanger, Freien Wähler, wie Sie auch schon gesagt haben. Es ist ein sehr konservatives Land, das stimmt, aber man hat auch sehr viele progressive Kräfte. Und auch die MLPD ist in Bayern vertreten. Und dadurch bin ich auch aktiv geworden, habe mich auch organisiert. Ich habe ja schon angesprochen, ich habe einen sehr guten Freund,
der hat mich dann auch auf die MLPD gebracht. Und ich habe mich dann vorletztes Jahr organisiert. Und ich habe dann auch angefangen, sozialistische Literatur zu lesen, Lenin, unsere eigenen revolutionären Wege, wie zum Beispiel das hier, dass jetzt die globale Umweltkatastrophe begonnen hat. Das ist ein Ergänzungsband zu einem unserer theoretischen Bücher, wo wir analysiert haben, dass die Umwelt nicht, ich muss ein bisschen ausschweifen, die Bürgerlichen sagen immer, es ist ein Klimawandel, aber das ist eine Vereinfachung, eine Untertreibung sogar. Es ist eine Umweltkatastrophe schon geworden. Und, das Leben der ganzen Menschheit ist jetzt schon bedroht. Und dieses Buch, dessen Ergänzungsband darstellt zu einem, der schon die Umweltzerstörung darstellt, ist ein wissenschaftlicher Beweis, dass wir wirklich schon Kipppunkte erreicht haben. Permafrostböden tauen auf, die Antarktis schmilzt, der Albedo-Effekt nimmt ab und dadurch erwärmen sich die Weltmeere. Es geht weiter und weiter. Es wurde mit der dialektischen Methode, die von Marx und Engels entwickelt und dann ständig weiterentwickelt wurde von Lenin, von Stalin, von Mao Zedong, dann analysiert und eben in diesem Buch und auch in dem Vorgängerbuch erfasst. Sie haben gerade die Namen erwähnt, Lenin, Stalin, Mao, das sind natürlich auch Staatsführer, die heftig in der Kritik stehen. Lenin hatte auch eine totalitäre Vision eigentlich vertreten, war ein sehr gewalttätiger Mann in der Politik, hat für seine Ziele sehr auch ruchlose Mittel eingesetzt. Wie sehen Sie eigentlich diese Schattenseiten des Sozialismus? Das ist ja noch interessant jetzt für Sie als junger Sozialist, Marxist, Leninist. Wie sehen Sie diese dunklen Seiten auch mal, die Kulturrevolution, die vielen Toten, was sagen Sie da? Also, die dialektische Methode hat ja drei Punkte, große Punkte. Und eine ist auch Kampf und Einheit der Gegensätze. Man muss sozusagen die konkrete Sache analysieren. Was ist denn wirklich auch passiert unter Lenin? Was ist passiert unter Stalin? Was ist passiert unter Mao Zedong? Sie finden, da ist vieles auch an den Vorwürfen, ist dann einfach Polemik von den Gegnern. Teilweise ist es Polemik, zum Beispiel bei Stalin. Stalin ist gestorben 1952 oder 1953, glaube ich, war es. Und 1956 war der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und Khrushchev hat dann eine komplett neue Linie eingeschlagen und dadurch ist auch der Sozialismus verraten worden. Also die Sowjetunion ab 1956 war nicht mehr sozialistisch und das kann man auch dann nachvollziehen. Und Stalin wurde dann natürlich auch in den Dreck gezogen. Ja. Musste er ja auch. Ja, ja, ja. Natürlich, es gibt dann auch so diese Geschichten, der Holodomor, wie dann die Ukraine ausgehungert worden ist. Ja. Aber man muss bedenken, die Sowjetunion war wirtschaftlich feudalistisch. Also das Wirtschaftssystem war sehr feudalistisch geprägt. Und unter dem Feudalismus gab es keine Industrie, keine Möglichkeiten, Nahrungsmittel in großer Menge auch zu produzieren. Und wenn dann eine Umweltkatastrophe oder eine Dürre hereinbricht, sterben die Leute. Wie sehen Sie eigentlich Russland heute? Wo ordnen Sie einen Putin ein? Ist das für Sie ein Feind, das Gegenteil? Oder ist das für Sie, sehen Sie denn irgendwo in der Nachfolge dieser Figuren Lenin, Stalin? Putin selbst hat nichts mit den sozialistischen und kommunistischen Idealen zu tun, die wir hier vertreten. Es wird immer gesagt, also mir wurde zum Beispiel auch manchmal unterstellt, ich wäre ein Putin-Freund, weil ich so ein Kommunist bin. Weil Sie gegen den Krieg sind, nehme ich an. Weil ich Marxist-Leninist bin. Oder weil ich zum Beispiel auch den Sowjetstern hier trage. Das ist falsch. Putin ist ein Faschist. Faschismus ist eine Terrorherrschaft der reaktionärsten Elemente des Kapitals. Also ein Teil des Kapitalismus, das es zu bekämpfen gibt.
den die sozialistische Sowjetunion bekämpft hat. Nur durch die sozialistische Sowjetunion war es dann auch schlussendlich möglich, dass der Hitlerfaschismus überhaupt besiegt worden ist. Und deswegen ist ja auch der 8.5.1945 Tag des Sieges eigentlich ein wichtiger Tag, den auch Deutsche feiern sollten, weil sie vom Joch vom Hitlerfaschismus befreit worden sind. Wie erleben Sie eigentlich als Marxist-Leninist den deutschen Alltag? Werden Sie da ausgegrenzt, vielleicht auch am Arbeitsplatz, vielleicht was Sie machen, studieren Sie, arbeiten Sie, sind Sie wohlberuflicher Revolutionär? Was erleben Sie in Ihrem Alltag mit Ihrer Auffassung, die ja doch vielleicht auch für viele eine Provokation darstellt? Ja, es ist natürlich eine Provokation. Ich muss auch sagen, dass ich durch mein Aussehen in der Tat eine Agitation durch... Sie haben so ein Schmunzeln auf dem Gesicht, Sie scheinen nicht so ganz darunter zu leiden. Nein, weil es wichtig ist, sich zu positionieren. Besonders heute in dieser Welt, in unserer polarisierten Welt, die sich noch stärker polarisieren wird, wo wir auch Entscheidungen treffen müssen, die auch Tod und Leben entscheiden können. Und werden Sie da in Deutschland angerempelt? Haben Sie nie einen Job zu finden oder wie sehen Sie das? Nicht wirklich. Ich hab vor einer Weile in Österreich gelebt und auch gearbeitet in Österreich und ich habe auch dann zum Beispiel mit Kollegen darüber geredet. Und heutzutage ist es auch wieder so, dass ich mit Kollegen darüber rede und sie stehen auch sehr offen zu dieser Thematik. Und es ist auch zu begrüßen und es ist auch wichtig, diese Thematik und auch Diskussionen zu führen, weil besonders heute in den bürgerlichen Medien keine richtige Alternative aufgebracht wird zu dieser ganzen Sache. Würden Sie jetzt auch mit totalen Gegnern Ihrer Philosophie an einem Tisch sitzen, zum Beispiel mit einem AfDler oder mit einem bürgerlichen oder reaktionären Politiker, würden Sie mit ihm diskutieren? Sind Sie für das Gespräch oder würden Sie sagen, nein, also mit diesen Rechten rede ich nicht? Also es ist mir sogar schon passiert, dass ich mit einem AfDler, mit einem Mitglied geredet habe. Das war ich mir am Anfang gar nicht bewusst, weil es auch nicht gesagt hat. Ja. Aber die Politik, dass sie halt... Sie haben es überlebt. Ja, ich stehe hier. Es ist wirklich so. Wir müssen auch mit Leuten, die eine andere Meinung haben, die vielleicht auch von der AfD jetzt erst einmal überzeugt sind, einmal reden. Weil die AfD, wir sehen sie auch als Wegbereiterin des Faschismus. Und wir wissen, wohin das geführt hat bei Hitler. Wir wissen auch, welche Rhetorik Hitler verwendet hat, um an die Macht zu kommen. Das waren teilweise auch progressiv anhörende Methoden. Und die verwendet die AfD ja auch wieder, zum Beispiel bei den Bauernprotesten. Da hat die AfD bei, ich muss jetzt nachdenken, ob ich das richtig im Kopf habe, der Rechnungsausschuss, der Rechnungsbundesausschuss, dieses Gremium, das halt aus den Leuten im Bundestag besteht, hat sie dagegen gestimmt. Dass eben diese Subventionen gestrichen werden. Und dann haben sie sich heuchlerisch auf die Seite der Bauern dann positioniert. Und da fragt man sich, also diese Abstimmung war einstimmig dagegen. Und da fragt man sich, ja, was will die AfD jetzt eigentlich? Will sie mit den Bauern stehen, will sie gegen den Bauern stehen? Und diese Wankelmütigkeit, das ist einfach nur opportunistisches Getue, heuchlerisches Getue. Und das muss man aufdecken natürlich in der politischen Auseinandersetzung. Wofür sollte, vielleicht nur kurz, wenn das ein großes Feld, wofür sollte Deutschland heute in dieser kriegerischen, polarisierten Welt stehen? Was wäre da Ihr Wunschbild einer positiven Vision für Deutschland? Was möchten Sie, dass Deutschland in der Welt von heute verkörpert? Was meinen Sie mit Deutschland? Das Land Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland. Ich kann leider der Bundesrepublik Deutschland nicht sozusagen in die Schuhe schieben, was sie sein soll, weil die Bundesrepublik Deutschland, ich habe ja schon gesagt, wir leben im Kapitalismus. Die momentane Regierung ist eine bürgerliche.
Und sie wird den Gesetzmäßigkeiten, die auch Marx aufgedeckt hat, dementsprechend folgen. Was ist dann anders gefragt? Sie sind Deutsche, Sie sind in Bayern aufgewachsen, Sie sind geprägt auch durch die Kultur dieses Landes. Marx war auch ein Deutscher, interessanterweise, hat natürlich hier stark Engels auch, war übrigens auch in der Schweiz, 1847 hat er eine Reise gemacht durch die Schweiz. Was gibt es etwas, was Sie an Deutschland beeindruckt? Weil wenn wir die Zeitungen lesen, ist ja vieles voll mit negativen Nachrichten und so. Was ist für Sie eigentlich das Schöne, das Positive an Deutschland? Schauen Sie sich um. Schauen Sie sich jetzt um. Wir sind auf der Lenin-Luxemburg-Liebknecht-Demonstration. Wir kämpfen für eine Zukunft. Das ist doch beeindruckend. In unseren, wie Sie schon gesagt haben, in den Nachrichten wird verkörpert, dass wir Krieg haben, dass wir Misere haben, dass wir Leid haben. Aber die Leute hier sind voller Hoffnung. Schauen Sie sich um. Und solange wir leben, können wir kämpfen. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für diese Worte, für diese engagierten Aussagen. Und verabschiede mich einstweilen und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Zuversicht und kämpferische Auseinandersetzung. Was mich jetzt bei Ihnen beeindruckt hat, ich bin jetzt nicht Sozialist, aber was mich beeindruckt hat, ist doch das Plädoyer, man muss miteinander reden und sich auch mit den Gegnern auseinandersetzen. Alles Gute, vielen herzlichen Dank und doch auch immer wieder zuversichtliche Worte jetzt hier mal ganz von marxistisch-leninistischer Seite. Ach, schönen Tag.